Willkommen bei Kfz40. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute machen wir weiter mit unserem V6 Turbo-Projekt. Und ja, da hat ein 1,8er Maschine drin. Aber wir müssen den heute abbauen. Wir haben jetzt 1,5 Stunden Zeit. Aber ich mache das heute nicht selber. Ich lasse das heute Aydan machen. Was sagst du? Bin dabei. Hä? Ich bin dabei. Also du machst das heute, ich sag dir, wie du es machen musst und ich helfe dir. Hast du schon mal einen Motor ausgebaut? Ich bin ein Laie. Hast du schon mal einen Motor ausgebaut? Nein. Du hast ja letztens Kolben mit mir gemacht. Ich habe dir geholfen. Und ich muss ja sagen, wo ich das erste Mal gezeigt habe, hast du das ja gemacht. Hast du das Video mitgekriegt, wo wir den V6 abgebaut haben? Na klar. 1,8T abgebaut ja. haben? Ja. Also, kriegst du das auch hin. Glaub mir. Du bist der Lehrer. Ja, du brauchst ja nicht viel machen. Ich sag dir, was du abmachen musst, du machst einfach ab und dann holen wir den Motor schnell raus. Okay. Bist dabei? Ja. Was meinst du, wie lange brauchen wir? Mit mir, wenn ich das machen soll, 5 Stunden. Nein, Quatsch. Hier, hast du schon mal neue Handschuhe für dich. Dankeschön. Ne? Nein, wir machen das heute schon. Das geht schon schnell. Ne? Okay. Wir machen jetzt Stoßstange zusammen ab, vorne alles komplett ab, dann sehen wir den Motor eigentlich und dann siehst du schon, dass es nicht sehr viel ist. Ne? Hast du Lust? Ja. Ich komplett bin dabei. Motor? Ja. Du machst das. Hä? Du machst das aber. Ich mach es nicht. Ich guck nur zu. Zusammen. Ja, kann ja sein, dass der eine oder andere Kunde kommt. Das heißt, ich ja, dann, wenn ich weiß, was ich machen soll, dann versuche ich. Du kannst nichts kaputt machen. Keine Angst, wir machen das schon. Komm. Wir fangen wahrscheinlich mit der Front an. Ne? Das heißt, die Front muss komplett raus. Also, du siehst die Schrauben. Die müssen alle raus. Erstmal die. Mach! Gib mir die Werkzeuge. Ja, Werkzeuge musst du auch hier raus. Das wird ganz richtig haben. Ja. Genau, immer schön drauf bleiben. Du musst das drücken, ne? Ja. Okay. So. Lass erstmal den abbauen. Guck, wie du den abbauen musst. Ne? Und dann Seilzug ab und dann schauen wir. Und dann sagst du mir: Hier, guck mal, hier ist ein Sammelstecker. Sammelstecker kannst du ja hier abbauen. Das geht noch für Teilwerkstatt. Was meinst du? Das geht noch für Teilwerkstatt. So. So, das ist schon mal ab. Soll ich das auch ab hier? Das soll auch. Ja, mach den aber. So, pass auf, da kommt Öl raus, ne? Okay. Servoöl. Bisschen bewegen. Bisschen bewegen. Und jetzt hat er verloren, jetzt kannst du ihn rausziehen. Und dann kommt Öl raus. Dann kommt Öl raus. Das ist einfach schön. Und mach jetzt den Deckel von Servo auf, damit alles schön durch. Da, das da. Das ja, mach einfach Deckel auf. Damit es komplett durchgeht. Dann kommt er komplett durch. Genau, kannst du wieder reinmachen. Alles gut. Nur ganz kurz. Das war ganz kurz. So, jetzt die Zehner hier raus. Die beiden Zehner. Die Leitung vom Servo hole ich raus. Langsam, wie viel? Ja, ja, ich höre ja. Ich hab's ja. Ja, die andere Seite bitte jetzt auch. Ohne stimmt, aber muss man ja gehen. Jetzt gib ihn. Es dreht sich. Waldo? Ja, du bist ja die ganze Zeit schief drauf gewesen. Das ist das Problem. Guck doch mal, was du gemacht hast bitte. Ach, der ist ab. Ja, ja, aber wo ist das Ding? Der ist ja drin. Ach so. Duman çıkıyor lan.
drauf ist, zack, ist ab. Andere Seite genauso. Erstmal drauf, so dass du richtig drauf bist. Und dann einmal, zweimal hämmern. Und dann immer wieder drauf. Jetzt mach das immer wieder. Halt. Mach mal. So, jetzt machst du das mit allen. So. Alter, weißt du, dass es jetzt die letzte Mothaltung ist? Das, was ich jetzt abmache? Ja. Okay. Gib jetzt alles ab. Wie holen wir den runter? Zeig ich dir. Wenn wir jetzt den V6 Motor einmal runternehmen, mach den komplett ab, weil der sitzt ja noch schön drauf. Hier vorne machen wir den gleich auch ab. Und das war's. Und dann holen wir den runter. Nur Benzinleitungen müssen wir noch abbauen. Ausprobieren. Ja, ausprobieren. Kann nur sein, dass er hier Druck hat. Ganz vorsichtig sein. Ne? Aufpassen. Warte. Man kann nur immer sein, dass hier Druck ist. Vorsicht, Vorsicht, weg. Weg, 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 weg. Man kann immer sein, dass ein bisschen Druck ist. Hast du jetzt runter? Ja, Benzinleitung immer Druck drauf. Muss aufpassen. So. Und das war's auch schon. Hier, da ist noch Unterdruckschlauch hier. Ne? Den hast du noch nicht abgebaut. Oh, so, den auch noch bitte zur Seite. So, siehst du noch irgendwas? Ich glaube, eigentlich haben wir jetzt alles, oder? Ich habe alles, ne? Ja. So, wir werden jetzt einmal schnell den Kram drauf und dann schauen wir mal, ob wir richtig gemacht haben. Alles dran jetzt? Alles dran. So, willst du selber machen? Ja. Mach. Ist alles jetzt fest? Alles, ja, mach, mach. Einfach. Alles. Mach, mach. So, warte. Warte. Ja, ja, du musst ja von oben, von ganz nach oben und dann runter. Ne? Und dann geht das. Okay, aber hier, diese Schraube noch. Ja. Hast du? Okay, jetzt. Okay, jetzt machen wir die hier ab. Die hier drunter sind. Welche? Die hier drunter sind. Warte, die Seite mach ich, die andere Seite machst du, okay? Das ist der Träger für vorne. Also eine habe ich ab. So. Hier. So, pass auf, der Träger fällt runter, aber ich halte schon fest. Ich halte fest. Der andere ist hier. Ja, ja, mach. So. Und jetzt ja, ziehen wir den Motor nach hinten. Zieh den Motor nach hinten. Zieh mal nach hinten. Nein, 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 nein. Mhm. Zieh einfach nach hinten. Ach, der ist schon drauf, ne? Ja. So, hol raus. Irgendwas. Ach, hier, ne, der nicht. Ja, weiß nicht, guck einfach. Okay, ich probier mal. Ne, da hängt noch irgendwas. Was könnte da noch hängen? Hier. Was denn? Ne, der hing hier nur fest an dem. Das ganze Kabel muss hier weg. Ich glaube, jetzt müsste ich gehen. Das hat mich ganz kurz gestört. So. Und wie war's? Da hängt er. Ja, ich dachte, es ist so eine 5-6 Stunden Arbeit, aber eigentlich ging das. Und Aidan, wie war's? Eine gute Erfahrung. Ja, ich muss auch sagen, du hast es sehr schön gemacht. Du hast ja gesehen, das ist nicht viel, ne? Die ganzen Leitungen ab, Antriebswellen ab, hier Rosenrohr ab, Motorhalterung ab und das Ding dann sofort rausziehen. Ich hätte gedacht mehr. Aber ja. Ging eigentlich ziemlich schnell. Ja, beim Motor zusammen haben wir auch schon mal gebaut. Ne? Ja. Das ist ja natürlich ein bisschen aufwendiger. Aber sowas geht ganz schnell.
Aber ich muss echt dabei sagen hier, das Ding ist 98er, aber jeder Stecker, jede Schraube, jede Mutter, jede Schlauch, ne? Ja, aber alles porös oder alles verrostet. Fest bis zum geht nicht mehr. Das ist so krank gewesen bei dem. Also das hat uns locker eine Stunde gekostet. Abbauen war ja nicht viel. Abbauen ging ja echt ruckzuck. Ich glaube, dreiviertel Stunde, halbe Stunde haben wir dafür gebraucht. Aber diese Stecker, Schläuche, da ist nichts abgegangen. Als hätten wir bei jedem so Sekundenkleber reingeklatscht. Ne? Ja. Wie viele Stecker da kaputt gegangen sind. Hier dieser ganz große Stecker, das Ding war fest. Mhm. Das ging nicht ab. Und bei VH6, da ging ja alles. Da ging alles ohne Probleme. Viel leichter, ne? Viel leichter. So, hier haben wir natürlich ein Problem sofort. Stecker vorne müssen wir ändern. Aber, ja. Ich freue mich drauf. Und jetzt werde ich die Tage auf jeden Fall den VH6-Motor erstmal reinklatschen. Und ich helfe dir dann. Und hilfst du mir dabei? Ja. Echt? Auf jeden Fall. Dann machen wir erstmal den VH6-Motor rein und dann gucken wir mal, wie der aussieht. Ja. Okay, super. Wenn es euch gefallen hat und wenn ihr Aidan mehr sehen wollt in Videos, dann like das Ganze und abonnieren nicht vergessen. Ja, also ich sehe schon hier, wir haben 15, 20, 30, 50.000 Klicks und haben so wenige Abonnenten hier. Geht doch hier nicht. Ne? Abonnieren kostet nichts. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kfz-Fakti. Bis dann. Haut rein. Ciao.